Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und Shoshi wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir ein paar Achievements auf der neuen Insel machen, und zwar verbotene Inseln schimpfen sich die. Und dort haben wir ja ein paar Rennen, die wir absolvieren können. Dafür gibt es auch ein paar neue Achievements, und zwar habe ich die normalen Rennen jetzt schon alle abgeschlossen. Das sind insgesamt 6 Stück, so wie ich das gesehen habe, genau. Und da gibt es dementsprechend wieder Bronze bis Gold, kennen wir ja von den alten auch. Und wir können jetzt aber auch dementsprechend gleich loslegen mit den fortgeschrittenen Rennen, beziehungsweise den umgekehrten. Da gibt es dann auch wieder Achievements von Bronze, Silber und Gold, und wir wollen uns heute alle 6 fortgeschrittenen Rennen in Gold angucken. Die Geschichte ist, wir haben diesmal keine Quest, die uns dahin bringt. Also sprich, wir müssen selber ein bisschen gucken, wo die Dudes sind. Da habe ich mir schon mal kurz rausgesucht. Und zwar seht ihr, haben wir hier oben eins bei den Koordinaten 40, 19. Dann haben wir hier bei den Koordinaten 62, 51. Dann bei den Koordinaten 76, 65. Dann haben wir bei den Koordinaten 63, 84. Dann hier oben bei den Koordinaten 49, 60 ein. Und den letzten, da sind wir bei 31, 65. Und alle diese Rennen wollen wir uns jetzt mal angucken, und ich würde sagen, wir fangen einmal hier oben an und schauen mal, dass wir das Rennen hinkriegen. Dazu müssen wir einmal hier ein bisschen runter, und zwar steht er da im Baum drin, und ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal rein, ob wir das fortgeschrittene Rennen hinkriegen. So, Try Nummer 8. Muss doch nicht langsam mal klappen. Ich werde nochmal schauen, ich prügel jetzt mal nochmal alles komplett durch an die LAN. Versuche halt möglichst alles zu cutten, was man cutten kann an Kurven. Ich bin jetzt schon quasi 2 cm vom Bildschirm. Ich weiß, das bringt zwar eigentlich nichts, aber gefühlt, wenn man mit dem Kopf so ein bisschen mitgeht, ne, ist man nochmal ein Müh schneller zumindest. Ich weiß hier nicht, ob sich der Aufstieg hier nicht sogar rentieren würde, ne, wenn es so steil nach oben geht. Ich prügel eigentlich immer nur eine Taste durch, wenn ich ehrlich bin. Habe ich hier nochmal einen Elan? Das könnte doch jetzt gar nicht so schlecht sein, oder? Ach, Gott sei Dank. Viele hatte ich nicht über. Das waren jetzt 8 Tries. Na, da habe ich jetzt schon ein bisschen gestruggelt. Also ich kann zusammenfassend sagen, es bringt wenig, wenn man Elan für ein Ende spart. Ich habe jetzt immer alles durchgeprügelt, aber hier, das letzte Ding, da habe ich durchs Runterfliegen noch eins gekriegt, und sonst war ich hier am Ende immer so langsam, ne? Das hat mir jetzt den Arsch gerettet. Gut, das haben wir schon mal fertig. 1 von 6, dann würde ich sagen, fliegen wir zum nächsten. So, da jetzt sind wir am nächsten Spot, und zwar hier oben auf den Koordinaten 31, 66. Und ja, schauen wir mal, wie lange wir da brauchen, wie viele Tries. Auf geht's. So, 2. Try. Den ersten war jetzt so ein bisschen der sogenannte Scouting-Flug. Muss ich mir erstmal die Strecke ein bisschen angucken. Also ich habe zwischendrin ein bisschen verkackt, muss ich sagen. Also, dass ich mal ein bisschen slow war. Und ich habe aber trotzdem nur knapp eine Sekunde, die mir gefehlt hat. Ich spare jetzt hier einen Ticken Elan tatsächlich, weil ich in dem ersten Flug zwischendurch halt extrem langsam geworden bin, weil ich nicht mehr genug Elan hatte. Und das versuche ich jetzt einen Ticken besser zu spielen. Mal, dass ich dann nicht... jetzt werde ich hier wieder slow, ne? Mal, ob wir das dann gleich rausholen können. Muss ja auch ein paar einfache Strecken geben, ne? Die eine, die erste, die war jetzt schon, ja, sehr knackig schwer, aber zumindest schon halbwegs knapp an der einen oder anderen Stelle. Und easy, 2. Try. Ich dachte es mir schon. Es war jetzt zwar knapp drunter, aber die war jetzt einfach, die war jetzt machbar. Die hätten wir vielleicht sogar First Try machen können. Gut, dann würde ich sagen, zum nächsten weiter. So, dann sind wir am 3. Spot. Und zwar sind wir jetzt hier oben, Koordinaten 49, 60. Und ich würde sagen, legen wir los. Mal gucken, wie viel Tries ich brauchen werde. So, dala, Try Nummer 4. Schauen wir mal, ob das diesmal klappt. Ich habe gerade eben wieder ein bisschen verkackt. Da habe ich so einen Feuerball hier abbekommen. Debuff drauf, und dann war ich slow ohne Ende. Dann ist halt Feierabend leider. Also das kann man leider nicht machen. Ich hatte vorher, der 2. Try war schon ein guter, ne? Ich war schon 0,3 Sekunden war ich schon weg. Also das war schon sehr nah. Aber dann hat man einen guten Try.
dann will man es noch maximal ausreizen und verkackt es dann halt wieder. Das ist halt suboptimal. Oh shit. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Oh fuck, da war wieder so ein Feuerball, ne? Ah, die Feuerbälle. Kommt, that's it. Yes! Ah, das hätte auch früher sein können, ne? Jetzt war ich fast eine Sekunde schneller. Ah, okay. Also hier ist halt echt die Geschichte, nah an den Toren vorbeizirkeln oder an den Toren ranzirkeln, aber die Feuerbälle, ne? Wenn du da einen erwischt, dann ist eigentlich over. Die slowen dich zu sehr runter, dann hat sich das. Gut, dann zum nächsten weiter. So, dann sind wir am nächsten und zwar jetzt hier auf den Koordinaten 63, 51. Und dann würde ich sagen, starten wir durch. So, das ist der zweite Try. Ich sag mal so, der erste ist im Baum geendet, von dem her, ja. Das ist jetzt nicht so gut. Ich habe noch gemeint, ne, hier, oh, das ist ja jetzt wesentlich besser, der Track, weil keine Feuerbälle sind, die sich quasi bewegen und hier hat man es dann halt in Anführungszeichen einen Ticken einfacher. Oh kacke, das war jetzt nicht gut, weil man quasi nichts hat, was sich bewegt, aber der Baum bewegt sich zwar auch nicht, aber ich bin trotzdem drin gelandet. Hier suboptimal. Weil ich da am Anfang die Kurve war einen Ticken zu groß, die ich geflogen bin, ne? Das hat mich jetzt ordentlich Zeit gekostet. So, da unten kommt jetzt dann gleich der fiese Baum, der mir den ersten Run verkackt hat. Da muss man tief fliegen. Oh, scheiße, jetzt bin ich am nächsten Baum. Den habe ich nur touchiert, ne? Also da ist, glaube ich, kein Schaden entstanden. Ne, das hat nicht gereicht, oder? Doch, das hat gereicht, tatsächlich. Ja, nice. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, die Strecke ist sehr einfach. Die hätte ich auch im First Try machen können, wenn der Baum mir nicht in die Quere gekommen wäre. So, dann haben wir noch zwei Strecken. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier unten auf den Koordinaten 75, 65 und dann schauen wir mal hier rein. Fortgeschritten brauchen wir. So, zweiter Try. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen Try, der so schnell zu Ende war. Also, ich bin hier losgeflogen, ne? Dachte, ich kann da ein bisschen abkürzen und bin da hier links hängen geblieben. Also, das war nichts. Also da, ne, wo ich gerade vorbeigeflogen bin, gleich hängen geblieben, weil ich dachte, ich kann da vielleicht ein bisschen was abkürzen, aber... Oh, kacke. Das hat jetzt Zeit gekostet. Das war nix. Holy shit. Also wenn die Zeit hier nicht sehr großzügig bemessen ist, glaube ich, muss ich da noch ein paar Runs machen, weil hier musst du genau wissen, wo du hinfliegst, so wie es aussieht. Ist das schon zu Ende? Der ist ja relativ kurz. Okay, der ist ja maximal easy, der Kurs. Ich war jetzt über 2 Sekunden drunter und obwohl ich es schon hart verkackt habe. Also bis jetzt war der hier oben mit Abstand der schwierigste. Warum fange ich eigentlich immer mit dem schwierigsten an? Ich weiß auch nicht. Gut, aber haben wir das auch. Erster Try, gleich am Anfang verkackt und der zweite, der war es dann. Wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt da unten noch einen. So, dann haben wir den letzten. Haben wir schon gerade gezeigt. Hier unten sind wir jetzt. Koordinaten 63, 84. Mal gucken, ob der jetzt auch noch halbwegs easy ist. So, erster Try. Einmal gleich nach oben. Dann hauen wir den Speed rein. Ah, da sind wieder die Bälle. Ich weiß ja nicht. Bin kein Bällefreund. Ja, ich habe keine Laden mehr. Das ist natürlich auch nicht so gut. Geht's wieder durch Unterholz. Ich bin auch kein... Oh, da bin ich, glaube ich, ein bisschen hängen geblieben, ne? Unterholzfreund bin ich auch nicht. Ja, ich glaube, ich hab den Speed hier arg reduziert, indem ich an dem Baum ein bisschen hängen geblieben bin. Also das war nix. Wir fliegen es jetzt mal zu Ende, ne? Aber mehr als Silber ist da, denke ich mal, nicht drin. Oh, kacke. Habe ich den erwischt? Nö. Ah, komm, ich habe hier die ganze Zeit keine Elan zwischendrin. Ich gucke hier dann rum. Minusgeschwindigkeit. Drück die Taste trotzdem auch, wenn ich keine LAN habe, fürs bessere Gefühl. Naja, Silber war's. Warte, doch. Hat's doch gereicht? Ernsthaft? Die Performance hat gereicht? Aber kann es jetzt sein, dass ich für alle Strecken
genauso viele Tries gebraucht habe wie die für das erste. Nicht ganz wahrscheinlich, aber es war jetzt alles im zweiten, dritten Try und da habe ich, glaube ich, jetzt 7 oder 8 Tries gebraucht. Okay, also natürlich war wieder die, mit der ich angefangen habe, die schwerste. Also zumindest für mich. Ja gut, dann sind wir jetzt hier durch. Belohnung gibt's hier leider keine. Aber wenn wir jetzt dann alle 6 Strecken auch fortgeschritten und dann würde ich sagen, machen wir am nächsten Mal die Strecken alle auf rückwärts quasi noch. Und da soll es dann aber irgendwo einen Titel am Ende, glaube ich, für Gold noch geben. Also da werden wir dann reingucken. Aber für das Video war es das. Ich drücke euch die Daumen fürs selber Nachspielen. Vielleicht hat es euch jetzt ein bisschen was gebracht, zu sehen, wie ich das gespielt habe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.